Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irena und ich kann nicht zu groß, aber ich denke, das wird auch bequem für euch sein. So, meine Lieben, und wir haben wie immer, wie üblich, noch die Engelbotschaften zusätzlich für Unterstützung. So. Und bitte wählen eure Karte oder Stapel. Stapel Nummer 1, meine Lieben. Heute ist Montag. Fangen wir an. Der Engel der Achtsamkeit. Der Engel der Achtsamkeit hilft dir dabei, im Augenblick zu leben und aufmerksam gegenüber den Dingen des Lebens zu sein. Öffne dein Herz. Achte ganz bewusst auf das, was du tust und was um dich herum geschieht. Und erkenne, was wirklich wichtig ist. Besinne dich dabei auf die wesentlichen Werte wie Liebe, Ehrlichkeit und Dankbarkeit. Denn darauf begründet sich dein Wohlbefinden. Die Botschaft deines Engels. Jeder Augenblick ist einzigartig. Erlebe ihn bewusst. Das muss man wirklich bewusst leben. Und was haben wir hier? Meine Lieben, wir haben die Welt. Das heißt, ist etwas Besonderes. Das ist ein besonderer Tag heute. Öffne dein Herz. Harmoniere dich mit Universum. Frieden im Herz. Frieden im Umgebung, Naturbesichtigung oder spazieren gehen, etwas mit Natur, Harmonisierung von sich selbst und Universum, du fühlst dich wohl hier, irgendwie ein natürliches Ende, das heißt, ein Zyklus geht zu Ende, etwas Neues fängt an. Das ist sehr, sehr gute Karte. Das ist eine große Arkankarte. Du heute wirst dich sehr wohl fühlen. Heute ist Montag. Wochenende ist zu Ende. Alles ist natürlich. Bei dir geht alles harmonisch weiter. Für dich, das ist kein Zwang, dass du heute zum Beispiel arbeiten musst. Stapel Nummer 2, meine Lieben. Der Engel des Trostes. In schweren Zeiten ist dein Engel ganz nah bei dir. Bitte ihn, dich mit seinen Flügeln zu umfangen, um dir so Geborgenheit zu schenken. Sei zuversichtlich, dass dein Herz und deine Seele bald wieder geheilt sind. Die Botschaft deines Engels. Du bist nicht allein, denn dein Schutzengel ist immer an deiner Seite. Sei dir seiner Hilfe stets bewusst und spüre, wie Hoffnung und Zuversicht in deinem Herzen erwachen. Übrigens sehr, sehr gute Karte. Das heißt, kann sein, dass du heute krank bist oder dass dir geht's heute nicht so gut. Wetter schlecht, jemand hat auf die Füße getreten. Der Engel des Trost wird heute dir Hoffnung und Zuversicht verleihen oder geben. Schaut mal, meine Lieben, das stimmt. Die Karte steht auch nicht so gut. Das heißt, du spürst schon etwas. Gebrochenes Herz. Konzentriere dich heute auf dich selbst. Beschäftige dich heute mit sich selbst. Das ist wichtig. So in diesem Zustand, ruhigem Zustand, kannst du spüren, wo wer etwas hinter dem Rücken hat. Wer dir Schlimmes will oder noch etwas. Diese Karte warnt dich heute vor unangenehmen Überraschungen, meine Lieben. Wie gesagt,
Ich hoffe, du wirst diesen Rat befolgen und auf deine Intuition hören, dass nicht jeder ist ehrlich mit dir. Manchmal Menschen lügen direkt ins Gesicht. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, schöne Woche, guten Start in die neue Woche, schönen Montag, alles Gute, meine Lieben, und alles Liebe. Wir sehen uns morgen. Tschüss, Papa, meine Lieben.